in der Basis sind die Autos ja praktisch gleich. Also der Rohbau, die Karosserie ist dieselbe und es ist eben eine gute Hyundai-Karosse. Und der Motor ist auch der gleiche, aber das Reglement gibt natürlich Freiräume bei der Aerodynamik, bei den Rädern, Reifen, Bremse, beim Motortuning, dickerer Turbolader. Und das nutzen wir natürlich alles aus, weil im Gegensatz zum i30N geht es beim i30N TCR natürlich nur um Rundenzeiten und Rennen gewinnen und nicht um Spaß. Spaß ist natürlich auch granatenmäßig, das TCR-Auto macht auch hammermäßig Spaß, aber natürlich muss man alles, was das Reglement an Freiraum gibt, beim Rennauto auch ausnutzen, damit man dann auch wirklich die besten Rundenzeiten fahren kann und dann das Rennen gewinnen kann. Und das klappt ja mit dem i30N TCR bis jetzt hervorragend. Nur hier am Nürburgring kriegt der i30N TCR natürlich einen granatenmäßigen Gegner, und zwar den Veloster N TCR. Und wir haben so einen richtigen Zweikampf jetzt hier inszeniert. Wir haben ein rotes Team, i30N TCR, und ein blaues Team, Veloster N TCR. Und die Fahrer sind auch alle so blau und rot gekleidet und die fetzen sich jetzt hier das ganze Wochenende. Und ich muss sagen, also mein Herz schlägt im Moment eher so für den Veloster N, ja. Das ist ja so ein bisschen so der, ja, der Underdog, ja. Der ist ja noch jünger und noch nicht so erprobt, aber wie gesagt, also die werden sich jetzt ordentlich fetzen hier 24 Stunden lang. Und ich hoffe, beide Autos halten durch. Das ist ja dann schon mal der erste Sieg, wenn sie ins Ziel kommen. Naja, und wer dann am Ende die Nase vorne hat von den beiden, das schauen wir mal.